Wenn Ihre Mutter fehlerlett anbleibt? Oder wenn Ihr Fahrzeug dieses Geräusch macht? Oder wenn Ihr Fahrzeug nicht startet? Könnten Sie ein Einspritzproblem haben? Überprüfen Sie, ob die Hochdruckkraftstoffpumpe die Einspritzdüsen mit Kraftstoff versorgt. Lösen Sie die Hochdruckrohrverbindungen mit einer halben Umdrehung. Aktivieren Sie den Starter. Drehen Sie die Rohrverbindungen fest, durch die der Diesel fließt. Aktivieren Sie den Starter. Die Hochdruckkraftstoffpumpe versorgt die vier Einspritzdüsen mit Kraftstoff. Versuchen Sie, den Motor mit Bremsreiniger zu starten. Sprühen Sie Bremsreiniger in die Luftfilterzufuhr für ca. eine Sekunde. Starten Sie den Motor sofort und ohne die Stecker vorzuwärmen. Falls der Motor mit dem Bremsreiniger startet, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Kraftstoffeinspritzungsproblem handelt. Weißer Rauch bedeutet typischerweise eine abgenutzte Einspritzdüse. Motorvibrationen im Leerlauf bedeutet ein Verbrennungsproblem in einem oder mehreren Zylindern. Ein Einspritzdüsenrücklaufen-Gentest kann jegliche undichten Stellen in den Einspritzdüsen erkennen. Trennen Sie die Kraftstoffrücklaufleitungen. Die Einspritzdüsen werden durch kleine Schläuche miteinander verbunden, die ungenutzten Kraftstoff in den Tank zurückleiten. Die Rücklaufmenge ist proportional zu den Lecks innerhalb der Einspritzdüse. Platzieren Sie einen Stecker am Anschluss der Hochdruckpumpe der Kraftstoffrücklaufleitung. Verbinden Sie vier Schläuche mit gleichem Durchmesser mit den Einspritzdüsen. Kraftstoffrücklaufrohr, Aquarienschlauch oder Scheibenwaschschlauch verwenden. Legen Sie diese Schläuche in eine leere Flasche. Starten Sie den Motor. Die Behälter werden mit Kraftstoff gefüllt. Die Einspritzdüse Nummer 1 hat einen hohen Rücklauf. Die Einspritzdüse Nummer 2 hat einen sehr hohen Rücklauf. Die Einspritzdüse Nummer 3 hat einen noch höheren Rücklauf. Der Fluss ist fast ununterbrochen. Die Einspritzdüse Nummer 4 hat einen hohen Rücklauf. Nach 5 Minuten. Die Rücklaufmenge der Einspritzdüsen 2 und 3 ist höher als bei den zwei anderen. Sie müssen zuerst ausgetauscht werden. Achtung! Wenn Sie eine Einspritzdüse ohne jeglichen Rücklauf haben, ist entweder die elektronische Steuerung der Einspritzdüse defekt, kein Kraftstofffluss in die Einspritzdüse, oder die Einspritzdüse ist blockiert im geöffneten Zustand und in diesem Fall ist das Fahren mit Ihrem Fahrzeug zu unterlassen, da der Überschuss an Kraftstoff in den Zylindern den Kolben verbrennen könnte. Bevor Sie die Einspritzdüsen austauschen, stellen Sie sicher, dass Ihr Kraftstoffsystem nicht mit Metallspänen verschmutzt ist. Platzieren Sie einen Behälter unter dem Kraftstofffilter und schrauben Sie die Entlüftungsschraube ab. Wenn Ihre Hochdruckpumpe sehr abgenutzt ist, kann sie Metallspäne erzeugen, die Ihre Einspritzdüsen verstopfen. Wenn Sie die Einspritzdüsen austauschen und die Pumpe weiterhin Metallspäne erzeugt, werden Ihre neuen Einspritzdüsen durch die kleinen Metallpartikel zerstört. Wenn Sie Späne finden, tauschen Sie die Pumpe aus und reinigen Sie das gesamte Kraftstoffsystem, einschließlich Tank,
zudem es einen Rückfluss von den Einspritzdüsen gibt, und tauschen Sie die Einspritzdüsen aus. Es gibt einige schwarze Partikel, aber kein Vorhandensein von Metallspänen, leuchtend gelbe Metallpartikel. Bringen Sie die Entlüftungsschraube an und machen Sie den Niederdruckkreis betriebsbereit, indem Sie die Primärbirne betätigen, den Bereich um die Einspritzdüsen mit Druckluft reinigen. Trennen Sie die Einspritzdüsenstecker mit einer Spitzzange. Lösen Sie die Klammern zwischen den Hochdruckrohren. Entfernen Sie die Hochdruckleitungen. Entfernen Sie die Einspritzdüsenflansch mit einem Torx-Einsatz. Entfernen Sie die Einspritzdüsen, indem Sie sie drehen, während Sie sie nach oben ziehen. Wenn die Einspritzdüse in Ihrer Bohrung festklemmt, können Sie Löserspray verwenden, um sie zu entfernen. Nehmen Sie die feuerfesten Unterlegscheiben zurück, wenn sie in der Bohrung verblieben sind. Blockieren Sie die Öffnung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und pusten Sie, um Verunreinigungen zu entfernen. Reinigen Sie die Einspritzdüse ordentlich mit einem Mikrofasertuch, fusselfrei. Beachten Sie die Bezugspunkte der defekten Einspritzdüsen und ersetzen Sie sie durch neue oder komplett aufgearbeitete, die oft billiger sind und die gleiche Garantie haben. Hier sind die zwei Ersatzeinspritzdüsen. Ein neu und ein komplett aufgearbeiteter Internetkauf. Notieren Sie die auf dem Einspritzdüsenkopf befindlichen 16 Ziffern auf ein Papier. Dieser Code kann für den optimalen Betrieb der Einspritzdüse im Speicher der EQ mit einem Diagnosewerkzeug integriert werden. Bringen Sie die neuen Einspritzdüsen wieder mit einer neuen Dichtung an. Bringen Sie die Einspritzdüsenflansche wieder an.
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Bringen Sie die Hochdruckleitungen wieder an. Die Verkäufer der Einspritzdüsen und die technischen Überprüfungsstellen befürworten den systematischen Austausch der Hochdruckrohre. Es steht geschrieben, stellen Sie sicher, dass Sie die Hochdruckleitungen austauschen. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht, den Tank zu entleeren. Im Falle einer Garantiebeanspruchung könnte der Kaufnachweis der Hochdruckleitungen erforderlich sein. Es liegt an Ihnen, ob Sie Ihre Hochdruckrohre austauschen sollten oder nicht. Wenn Sie die alten Hochdruckleitungen nachzurüsten, sprühen Sie Bremsreiniger auf und behandeln Sie die Rohre innen mit Druckluft. Schließen Sie die elektrischen Anschlüsse wieder an. Schließen Sie die Kraftstoffrücklaufleitungen wieder an. Machen Sie den Niederdruckkreis betriebsbereit, indem Sie die Primärbirne betätigen. Starten Sie den Motor. Motorvibrationen im Leerlauf sind nicht mehr festzustellen. Die Abgase sind verschwunden. Ein neuer Einspritzdüsenrücklaufmagnettest wird die Reparatur bestätigen. Die Einspritzdüse Nummer 1 hat immer noch einen hohen Rücklauf. Der Rücklauf der neuen Einspritzdüse Nummer 2 ist sehr gering. Der Rücklauf einer neuen Einspritzdüse tropft. Der Rücklauf der neuen Einspritzdüse Nummer 3 ist sehr gering. Die Einspritzdüse Nummer 4 hat immer noch einen hohen Rücklauf. Nach 6 Minuten. Die neuen Einspritzdüsen 2 und 3 sind in Ordnung. Ihr Rücklaufvolumen ist sehr niedrig. Einspritzdüsen 1 und 4 haben 250.000 Kilometer. Ihr Rücklaufvolumen hat eine höhere Relevanz. Mit dem Austausch von 2 von 4 Einspritzdüsen ist das Fahrzeug wieder bereit für den Normalbetrieb.